Guten Morgen. Ja, heute steht wieder eine ganz besondere Zugfahrt an. Ich bin hier nämlich gerade in Österreich, in Wien. Und heute bin ich unterwegs mit der Semmeringbahn. Die startet hier direkt auch in Wien und führt über Glognitz nach Mürzzuschlag. Soll eine ganz, ganz tolle Bergbahn sein. Und ihr kommt jetzt einfach mit. Wiener Neustadt und von hier fährt der Zug gleich weiter nach Payerbach-Reichenau und dort muss ich dann noch mal kurz umsteigen in die Bahn, die dann tatsächlich weiterführt nach Mürzzuschlag und werde aber vorher in Wolfsbergkugel aufsteigen, denn da gibt es zwei richtig coole Aussichtspunkte, die will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Nur von Glognitz nach Mürzzuschlag. Aber man muss ja auch irgendwie nach Glognitz erstmal kommen und es lässt sich besonders gut von Wien aus machen. Ist also auch ein perfekter Tagesausflug, falls ihr mal ein bisschen länger in Wien unterwegs seid. Ausgestiegen, also praktisch mitten an der Semmeringbahn und bin jetzt hier ein bisschen rumgelaufen. Hier gibt es nämlich zwei coole Aussichtspunkte. Das ist einmal die Doppelreiterwarte und der 20-Schilling-Blick. Und ich bin jetzt hier gerade bei der Doppelreiterwarte und hier kann man auch wirklich dann sehr, sehr schöne Bilder machen vom Zug. Ich zeige euch das gleich mal, weil der fährt dann hier praktisch so über Viadukte und durch Tunnel. Sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Jetzt der Aussichtspunkt 20-Schilling-Blick von dem Geldschein ursprünglich mal, deshalb heißt es so. Und der Blick ist eigentlich sehr ähnlich. Dort ist das kalte Winneriadukt. Den Blick habt ihr von der Doppelreiterwarte nicht. Auch ein sehr schöner Aussichtspunkt. Und jetzt geht's wieder zurück. Ich laufe jetzt allerdings vom Wolfsbergkugel direkt zum Bahnhof Semmering, weil da ein bisschen eher eine Bahn wieder abfahren würde. Und es ist ungefähr so 45, maximal 45 Minuten Fußweg. Aber sehr schön. So, weiter geht's. Ich sitze jetzt wieder im Zug. Ich bin Semmering jetzt wieder eingestiegen. Bin von Wolfsbergkugel nach Semmering gelaufen. Und jetzt fahre ich noch das letzte Stück der Semmeringbahn, nämlich bis nach Mürzzuschlag. Das sind jetzt vielleicht nochmal 15, 20 Minuten. Und dann geht's wieder zurück.
ich bin jetzt angekommen in Mürzzuschlag. Und jetzt geht's wieder zurück. Die Semmeringbahn ist auf jeden Fall eine echt ganz, ganz tolle Bahn, die ihr unbedingt mal fahren müsst. Es macht mega viel Spaß, es ist wunderschön und es gibt einiges unterwegs zu entdecken.